Hallo, mein Name ist Sascha Macht, ich bin Autor in Leipzig und lese jetzt einen kurzen Ausschnitt aus meinem Romanprojekt Spiderling. In der Mitte des Raumes steht ein Tisch. Menschen sitzen schweigend auf Stühlen drumherum. Auf dem Tisch liegt ein Brett aus bemalter Pappe. Mehr braucht es nicht. Die Menschen, der Tisch, das Brett. Draußen warten die Gegner, drinnen fallen die Würfel. Wir leben im Zeitalter des Spiels. Ein Brettspiel ist, auf den ersten Blick, ein Gegenstand, dessen Funktionsweise nicht selbsterklärend ist. Wenn niemand es spielt, dann bleibt es ein unbekanntes, totes Ding. Das Brettspiel verlangt unsere gesamte Aufmerksamkeit. Wenn wir uns nicht damit beschäftigen, existiert es nur als Ansammlung von Pappe, Holz und Plastik in bunten Farben bemalt. Ein Brettspiel zu entwickeln, ein Buch zu schreiben, ein Bild zu malen, ein Auto zu waschen, einen Mord zu begehen, bedeutet, das Chaos der Wirklichkeit zu bändigen und handhabbar zu machen. Beim Spielen gehen die Menschen einzeln mit diesem konzentrierten Chaos um, beobachten andere dabei und teilen schließlich ihre während des Spielens gemachten Erfahrungen miteinander. Als ich 15 Jahre alt war, saß ich unter den Wolken am Himmel über Wyoming und dachte mir Ideen für Brettspiele aus. Heute bin ich 28 und stehe vor der Frage, was eigentlich Qualität bedeutet. Ich spreche meinen Namen aus, so wie mein Vater es tat. Die erste Silbe betont, den Rest schnell hinterher. Daytoner. Mein Name ist ein Ort, an dem Auto- und Motorradrennen stattfinden, nicht weit von einem traumhaften Atlantikstrand entfernt, ein Superspeedway, auf dem über 30 Rennfahrer in den Tod gerast sind. Marshall Teague, Bernie Taylor, Joe Rusty Bradley, Friday Hassler, Charles Ogle, Neil Bonnet, Dale Earnhardt, Roy H. Weaver III. Ich denke, das Brettspiel macht uns die permanente Gegenwart des Lebens bewusst, ohne uns die Unendlichkeit des Todes vorzuenthalten. Sollte da wirklich was dran sein, dann glaube ich, dass ich es liebe, zu spielen. Ronny Neugebauer hat eine Einladung erhalten. Johanna Fanta Fanta hat eine Einladung erhalten. Arno Picardo hat eine Einladung erhalten. Der 14 Jahre alte Campbell Campbell hat eine Einladung erhalten. Elke von Manteuffel hat eine Einladung erhalten. Selbst Clark Nügor hat eine Einladung erhalten, der Idiot. Kind Traktor Sherpa hat eine Einladung erhalten. Daytona Sepulveda hat eine Einladung erhalten. Darin stand nur ein einzelnes Wort. Konsultation. Darunter die Adresse des Weingutes, irgendwo im Herzen der fernen Republik Moldau. Wenige Tage später erreichten uns die Flugtickets per Post. Und nun sind wir alle hier. Manche von uns halten sich für Künstler, andere für Naturwissenschaftler. Jemand behauptet, Spiele nur des Geldes wegen zu entwickeln. Ein anderer füllt seine Freizeit damit. So oder so, wir schaffen etwas aus dem Nichts. Und das bedeutet, uns allen ist schmerzlich bewusst, dass wir dem Tode geweiht sind. Ich hatte davon gehört, dass Spiderling bestimmte Leute zu sich einlud, einmal im Jahr, hielt es aber für ein Gerücht. Niemals hätte ich es für möglich gehalten, einmal einen Brief von ihm zu bekommen. Spiderling, einer der berühmtesten und unheimlichsten Entwickler von strategischen Brettspielen unserer verwirrenden Zeit. Niemand weiß, wie er aussieht. Niemand weiß seinen wirklichen Namen. Seine Spiele sind fanatische Großprojekte, komplex und unerbittlich. Und sie richten sich stets an nur einen einzelnen Spieler. Keine Kooperation mit zögernden Feiglingen am Tisch,
Kein Wettlauf um Siegpunkte mit irgendwelchen Trotteln, die glauben, sich mit taktischer Vorausplanung oder purem Würfelglück über andere erheben zu können. Nur du und das Spiel. Und das Spiel gegen dich. Unter meinen Kolleginnen und Kollegen heißt es, Spiderling sei in den letzten Jahren noch radikaler geworden. Ich bewundere und fürchte ihn. Als ich zum ersten Mal seinen Klassiker Tal des Terrors spielte, da war das wie ein schneller, unerwarteter Streich mit einem glühenden Florett, der meinen Körper in zwei Hälften teilte. Bei Der Fleischplanet gewann ich von 47 Partien eine einzige. An sein aktuelles Werk Politische Polizei habe ich mich bisher noch nicht herangetraut. Spiderlings Nähe zu spüren bedeutet für mich, mit bloßer Hand in eine Laserstrahlschneidmaschine zu greifen, ohne Geigerzähler in die Ruine eines Atomkraftwerks zu gehen oder mit einem entsicherten Revolver unter dem Kopfkissen zu schlafen. Seit Tagen warten wir auf dem Weingut auf seine Ankunft. Johanna und Leon vertrösten uns immer wieder. Wann wird er zu uns stoßen? Und was wird dann mit uns geschehen? Die zweidimensionale Fläche des Spielbretts wird in der Vorstellungskraft der Spielenden zum dreidimensionalen Raum. Indem sich jeder Spieler auf diese Weise mit dem Spiel verbindet, wird er unwiderruflich Teil des Spiels. Die grundlegende Fähigkeit des Menschen, sich mit etwas einverstanden zu erklären, wird zur Voraussetzung dafür, einen neuen Aspekt des Lebens erfahren zu dürfen. Das Spiel verändert und erweitert die Welt in uns und um uns herum. Vielleicht ist es das, was wir uns seit Tagen gegenseitig sagen wollen, ohne bisher die Worte dafür gefunden zu haben. Von meinem Fenster aus sah ich den Garten in Flammen stehen. Der brennende Körper von Arno saß im Sonnenstuhl. Der brennende Körper von Johanna lehnte an der Pergola. Der brennende Körper von Campbell lag auf der Wiese. Wir alle wollen nur spielen. Spiderling will, dass wir verstehen lernen. Erst im Spiel begreifen wir die Welt. Da ist die offenstehende Tür meines Zimmers. Da ist der finstere Flur. Da ist Daytona Sepulveda. Ich höre mich atmen. Das Spiel beginnt.